Schauen wir mal, welche Jobangebote es gibt. Babysitter gesucht. Brauche dringend eine liebe Person, die auf meine Tochter, fast 4, vormittags und manchmal abends aufpasst. Erfahrung sehr wichtig. Zuschriften an Anja Groß, Heimchenweg 4, 35094 Lahntal. Das gefällt mir. Ich muss ihr so schnell wie möglich schreiben. Sehr geehrte Frau Groß, ich habe Ihre Anzeige im Göttinger Tageblatt gelesen und interessiere mich sehr für den Babysitterjob. Zurzeit studiere ich Pädagogik und habe schon viel Erfahrung mit Kindern. Zu Hause habe ich ein- bis zweimal die Woche auf die Tochter meiner Schwester, Zwillinge, 3 Jahre alt, aufgepasst. Außerdem habe ich einmal im Monat abends bei 2 anderen Familien als Babysitter gearbeitet. Ich bin flexibel, wenn es um Arbeitszeiten geht. Natürlich würde ich noch gern wissen, für welche Uhrzeiten genau Sie jemanden suchen und was für Lohnvorstellungen Sie haben. Falls Sie Interesse haben, würde ich mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden. Dann könnten wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen. Sie erreichen mich entweder per E-Mail unter luna@t-online.de oder telefonisch unter 0176ABCXYZ. Am besten bin ich abends nach 20 Uhr zu erreichen. Viele Grüße, Luna Fan. Jetzt haben wir ein paar grammatische Punkte zu beachten. 1. Sich für etwas interessieren. Ich interessiere mich sehr für den Babysitterjob. Ich interessiere mich sehr für den Babysitterjob. Sie interessiert sich für dieses Brautkleid. Sie interessiert sich für dieses Brautkleid. 2. Interesse an etwas haben. Falls Sie Interesse haben. Falls Sie Interesse haben. Er hat Interesse an Geschäften mit uns. Er hat Interesse an Geschäften mit uns. 3. Auf jemanden aufpassen. Zu Hause habe ich ein- bis zweimal die Woche auf die Tochter meiner Schwester aufgepasst. Zu Hause habe ich ein- bis zweimal die Woche auf die Tochter meiner Schwester aufgepasst.
Ich werde auf meine Schüler aufpassen. Ich werde auf meine Schüler aufpassen. Einen Termin ausmachen, einen Treffpunkt ausmachen. Dann könnten wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen. Dann könnten wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen. Sie macht einen Treffpunkt mit ihrem Freund aus. Sie macht einen Treffpunkt mit ihrem Freund aus. Fünf. Entweder oder. Sie erreichen mich entweder per E-Mail oder telefonisch. Sie erreichen mich entweder per E-Mail oder telefonisch. Ich werde meine Haare entweder grün oder rosa färben. Ich werde meine Haare entweder grün oder rosa färben. Sechs. Am besten, am liebsten. Am geht mit Superlativ. Am besten bin ich abends nach 20 Uhr zu erreichen. Am besten bin ich abends nach 20 Uhr zu erreichen. Welches Fernsehprogramm magst du am liebsten? Welches Fernsehprogramm magst du am liebsten? Sieben. Viel und viele. Ich habe schon viel Erfahrung. Ich habe schon viel Erfahrung. Heute hat sie nicht viel Zeit. Heute hat sie nicht viel Zeit. Sie hat viele Orangen gekauft. Sie hat viele Orangen gekauft. Viele Geräte im Haushalt benötigen Strom. Viele Geräte im Haushalt benötigen Strom. Acht. Konjunktiv 2 mit Würden. Natürlich würde ich noch gern wissen. Natürlich würde ich noch gern wissen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden.